Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen sonnigen Sommermittag hier auf der Talbach-Map. Ja, genau, wir haben jetzt Sommermitte oben rechts zu erkennen. Das bedeutet, dass unsere Bestände auf den Feldern jetzt ordentlich wachsen. Also der Mais hat angefangen zu wachsen. Bodentemperatur ist ausreichend. Können wir uns auch gleich nochmal anschauen und die Gerste wächst auch und somit müssen wir uns hier mal ein bisschen um den Hof kümmern, denn wenn wir hier in den Hut schauen, brauchen die Tiere zum einen Wasser, Sauberkeit ist soweit erstmal okay, Stroh ist auch noch genug drin, Gras, das ist noch eine spezielle Sache, da sage ich gleich nochmal was zu, ist auch noch ein bisschen was drin und ansonsten brauchen wir definitiv Mischfutter. Zum Gras, ich spiele hier mit dem Season Mod und ich habe eine ganze Reihe an Grasballen gepresst. Und habe dabei aber nicht bedacht, dass unter dem Season-Mod Gras nach ein, zwei Tagen verschwindet. Das heißt, ich konnte noch ein bisschen Gras verwenden, ansonsten wäre es zukünftig eventuell die Überlegung, Gras entsprechend vielleicht in den Kompostmaster zu geben, daraus Kompost zu machen. Das heißt, ihr müsst, wenn ihr mit Season spielt, immer bedenken, nur so viel Gras im Prinzip auch herzustellen oder zu mähen, wie ihr das auch wirklich benötigt. Denn sonst verschwindet es einfach. Bei Heuballen ist es anders, die bleiben bestehen, verlieren aber dann auch mit der Zeit so ein bisschen an Volumen. Verfällt alles ein bisschen. So, aber erstmal werden wir hier den Kühen ein wenig Wasser spendieren. Und der Henny Jimdrix hat die Map ja ein bisschen umgebaut und gefixt. Da gibt es jetzt hier dieses, ist das von Techmod, ist das glaube ich so ein Wasserversorgungssystem. Da können wir uns das Ganze hier mal anschauen. Hier ist im Prinzip das Ventil zum Öffnen und das Wasser wird dann hier in diesen Trog entsprechend übergeleitet. Und genau das werden wir jetzt mal machen. So, da haben wir 3780 Liter Wasser, das reicht erstmal. Dann sind die Kühe damit erstmal zufrieden. Das heißt, wir müssen jetzt nicht jedes Mal hier mit dem Wasserfass Wasser holen und das Ganze dann hier abkippen. Dafür haben wir jetzt hier dieses System. So, so viel zum Wasser. Als zweites haben wir hier einen Misthaufen. 1992 Liter. Das ist allerdings nicht dieser Misthaufen hier. Dieser Misthaufen ist jetzt entsprechend nur ein Mistlager, denn der gute LS-Kev, so heißt er zumindest bei mir im Discord, hat den Stall hier ausmissbar gemacht und demzufolge ein bisschen privat umgebaut. Privat deshalb, weil es im originalen Link zur originalen Map nicht der Fall ist. Aus gutem Grund, da es sonst ein bisschen auf die Dauer nervtötend sein kann. Allerdings finde ich es ganz geil, wenn man ausmissen kann und der LS-Kev hat das entsprechend ganz gut gemacht. Wir sehen also hier überall liegt ein bisschen Mist rum. Das heißt, wir werden jetzt mal eine Runde ausmisten. So, dazu brauche ich hier meinen Telelader. Und hier haben wir noch eine Ballengabel dran, die brauchen wir jetzt natürlich auch nicht. Das heißt, wir werden uns hier mal eine entsprechende Schaufel dran bauen, wo wir auch ausmisten können und dann hier rüber in das Mistlager abkippen. Und doch zu guter Erst müssen wir hier mal die Gabel loswerden. So, hier steht die gut. Und dann benötigen wir, wir nehmen einfach mal hier diese multifunktionale Schaufel, mit der ich auch die Silage entsprechend immer mir hole. Die dürfte zum Ausmisten eigentlich auch funktionieren. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so funktioniert. Denn Ausmisten ist, wenn wir so realistisch wie möglich spielen, natürlich schon irgendwo benötigt. Oder wird irgendwo schon benötigt, sage ich einfach mal so. So, da gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen langfahren. Das ist alles ein bisschen hakelig. Jetzt habe ich auch schon wieder kurz FPS-Einbrüche. Ich weiß nicht, was das immer ist. Was zum Henker ist hier immer nur los? Sehr unangenehm.
So, jetzt ist es wieder vorbei. Ist auch sicherlich bedingt durch meinen alten Rechner. Ansonsten ist das definitiv nicht der Fall. So, dann sammeln wir hier ein bisschen weiter. Gucken wir mal, wie viel wir hier in die Schaufel reinbekommen. Dann können wir das da schön rüber verladen. Ausmisten kann natürlich wirklich auf Dauer nervig sein, aber für mich gehört es hier mit dazu. Deshalb nochmal LSCav, vielen Dank für deine Arbeit. Das funktioniert tadellos, das hat er gut gemacht. Von Maru gibt es dann ein entsprechendes Skript, was dann auf der Karte verbaut werden kann oder im Stall besser gesagt. Und das funktioniert in Summe alles wunderbar. So. Hier können wir das dann entsprechend verladen, wenn wir Mist fahren gehen. Das werden wir definitiv auch noch tun, nachdem wir die Ernte, sage ich mal, hinter uns gebracht haben. Dann werden wir Mist und Gülle auf die Felder bringen. Und in der nächsten Saison will ich mir definitiv mal noch ein Feld dazu holen, je nachdem, wie gut der Ernteertrag ausfällt. Ansonsten muss ich mal zur Bank gehen und mir einen Kredit holen. So, aber erstmal müssten wir hier noch ein bisschen aus. Der füllt auch weiter, das passt. Ich mache die Schaufeln jetzt nicht immer ganz voll. Dann sehe ich die entsprechenden Füllstände auch nicht mehr. Nochmal eine Schaufel holen wir noch und dann kümmern wir uns erstmal ein bisschen ums Futter. Ja, und Gras, das Gras steht auch schon wieder hoch jetzt hier in der Sommermitte. Da könnten wir jetzt also den Sommerschnitt machen, den zweiten Schnitt hier in der Saison. Und ich würde trotzdem weiter Gras holen und dann eben, wie erwähnt, das vielleicht in den Kompostmaster geben, was wir nicht mehr benötigen. Denn dann hält sich die Verschwendung in Grenzen, bevor es dann einfach wirklich verschwindet. Einstreuen müssen wir halt wie gesagt noch nicht, sonst hätte ich das auch mal gezeigt, denn das hat der Henny Jimtrix auch gefixt, sodass man jetzt hier mit einem Einstreuer entsprechend langfahren kann und so einen Ballen reinpusten. Oh, jetzt habe ich es schon wieder verloren. Das hat das Blöde hier im Telelader, aber ich weiß, da gibt es mittlerweile ein Skript, wo man die Stellung von der Gabe sieht oder vom Anbaugerät. Ich warte hier allerdings noch auf einen Traktor. Ne, nicht auf einen Traktor. Auf einen Traktor warte ich nicht, sondern auf ja, so einen kleinen Bagger, so einen Telelader. Das hat der. Hoppla. Das hat der gute Henry schon erwähnt von den Simu-Freunden. Grüße an euch beide gehen raus. PJ und Henry. Das sind äußerst unterhaltsame Kanäle, kann ich auch nur empfehlen. Habe ich bei mir auf der Kanalhauptseite verlinkt. Schaut einfach mal unter, also von denjenigen Leuten von euch, die die beiden nicht kennen, guckt da mal vorbei, ist auf jeden Fall äußerst unterhaltsam. Und der Henry hat schon erwähnt, dass da was unterwegs ist, was dieses Skript entsprechend auch verbaut hat und schon MR ist. So, dann würde ich jetzt sagen, werden wir mal ein bisschen Futter machen. Ausmisten kann ich dann später auch noch ein bisschen. Das werden wir, glaube ich, mit dem Case machen. Ich hänge einfach den Case ran, weil den MB-Track... Müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier alles für Werkzeuge habe, die entsprechend auch an normalen Frontlader ranpassen. Aber jetzt werden wir erstmal an den Mischfutterwagen gehen.
hier jetzt mit dem Sound-Update. Halt ein ordentlicher stufenlos CVX-Sound. Kam jetzt bei Forbidden Mods, kann ich auch nochmal verlinken. Weil etliche Leute ja diese Schaltvorgänge in dem Sound etwas bemängelt hatten. Ein bisschen eng. So, die Kabel sind dran, Zapfwell ist dran, das passt. Die Tür können wir jetzt hier auch einfach mal offen lassen. Ist jetzt auch wurscht. Und dann werden wir erstmal ein bisschen Silage laden. Das machen wir dann einfach auch noch mit dem Telelader und dann gucke ich mal, dass ich mit dem MB-Truck eine Ballenzange ranhaue, sodass wir ein bisschen Ballen verladen können. So. So kann er erstmal stehen bleiben. Boah, hier haben wir noch einen kleinen Soundbug, aber wie gesagt, ist ein kleiner Soundbug, also halb so wild. Und dann hauen wir erstmal ein, zwei Schaufeln Silage hier rein. Wir müssen die Kühe unbedingt glücklicher machen. Die Reproduktionsraten, es ist noch kein Jungtier dazugekommen. In der letzten Saison auch, in dieser Saison noch nicht. Die Reproduktionsraten sind einfach noch zu schlecht. Die 2200 Liter haben wir jetzt hier auf der Gabel. Da können wir vielleicht noch eine kleine Gabel nehmen. Vielleicht mal hier ein bisschen am Rand weg. So, das reicht mir schon. Und weil wir das ganze Tool hier noch dran haben, können wir auch noch gleich ein bisschen Stroh laden. Ich habe ja die 4000 Liter Ballen und die sind definitiv zu groß. Also ich muss mal gucken, dass wir, wenn wir wieder Ballen pressen, Quaderballen pressen, ich mir eine kleinere Presse vielleicht kaufe für Quaderballen. Je nachdem, was es da als MR-Mod gibt und was nicht. Liter, das ist mir definitiv zu wenig. Dann nehmen wir erstmal hier die 1000. Ist jetzt hier ein bisschen in Rumgekurve, aber ist mal was anderes. Mal keine Feldarbeit, sondern eben mal Hofarbeit. Ich denke mal, das ist auch gar nicht so uninteressant und gehört halt hier eben mit dazu, ne? So wie alle anderen Sachen eben auch. Oh. Hoppla. So, immer noch eine Gabel. Und dann noch ein Ballen Heu oder zwei.
Und das sollte dann erstmal reichen. Dann können wir da mal ein bisschen füttern. Mal gucken, dass wir das hier ordentlich weggekratzt bekommen quasi. Liter, das reicht. Ist okay. Gucken wir uns gleich das Mischverhältnis mal an, wenn wir wieder im Traktor sitzen, im Case. Ja, mit dem Gras, da muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie besser manage, vom Zeitmanagement her, dass wir da nicht so viel Verlust haben. So, dann brauchen wir den Telelader hier eigentlich nicht mehr. Dann stelle ich mir den jetzt hier mal ab. So, wunderbar. Mal am Rande erwähnt, die Hänger hier, die Acroliner, die sind zwar sehr geil, aber leider nicht MR, deshalb werde ich die auch noch austauschen. Dazu aber dann, wenn wir Richtung Ernte gehen. Jetzt gucken wir erstmal hier, was das Mischverhältnis sagt. Ja, noch ein bisschen Heu rein, dafür können wir ja mal hier ein bisschen vorfahren. Und natürlich ist für das Werkzeug dort auch noch der Deutz im Weg, den müssen wir auch noch aus dem Weg fahren. Ach, das ist wieder eine Vorbereitung, Freunde. So. So, danke, das reicht schon. Ich werde dann hier auch mal noch ein bisschen Ordnung machen. Hier liegt überall das Zeug rum. Das muss auch nicht sein. Jetzt schauen wir erstmal, ob ich diesen Ballengreifer hier an den MB-Trag ranbekomme. So, und die Pflegebereifung könnte ich auch mal wieder runter machen. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Habe ich jetzt hier das Fass noch angegangen? Nee. Sehr gut. Dann gucken wir mal, dass ich das Werkzeug hier ordnungsgemäß wieder in das Regal reinpacken kann. Mehr oder minder ordnungsgemäß, sage ich mal. Oder geht das nur mit dem Telelader? Das ist aber blöd. Wieso kriege ich das jetzt hier nicht ab? Na, dann müssen wir es unten hinlegen. Bescheiden. Ach Mensch. Ich bin auch einer. Ich muss natürlich die Gabel entsprechend auswählen hier im Telelader. So wie ich das gerade sehe. Verurteilt mich bitte nicht. Manchmal ist das eben so. So. Ist halt jetzt wieder ein bisschen eine längere Folge. Ich dachte, hier so zu cutten, ist auch blöd. So, kriege ich das Werkzeug dran? Nein, es ist ein reines Teleladerwerkzeug. Schade. Die Traktoren muss ich dann auch mal wieder entsprechend ordentlich einparken.
So wie die jetzt hier rumstehen, ist das auch blöd. Also zurück zum Telelader. Brauchen wir also doch nochmal. Den Hänger muss ich ja auch mal wieder wegfahren. Die Ölpalette liegt hier jetzt auch nicht besonders clever rum. Ach, diese Vorbereitung. Aber gut, so sieht man mal den Hofalltag. Auch okay. Und ich freue mich schon darauf, dann Mist fahren zu können. Und Gülle. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ah, hier kommt doch gerade das Geräusch so jetzt. Dann schmeißen wir mal noch einen Heuballen rein und gucken mal, wie das Mischverhältnis dann ist. Nehmen wir gleich den, der ja so schön vorne ist. Dann gucken, dass wir die anderen hier nicht wegschmeißen. Ah. Wie viel Liter haben wir denn jetzt hier bei dem Ball? Bei 4000 Liter. Das könnte beinahe ein bisschen zu viel sein. Oder eben genau reichen. Schauen wir mal. Ne, Mischverhältnis ist okay. Ja, lassen wir mal kurz noch eine Runde mixen. Und dann können wir das auch in Trog schmeißen und dann sind wir eigentlich soweit hier mit den Hofarbeiten erstmal durch, denn zum Aufräumen muss ich euch jetzt hier nicht unbedingt mitnehmen. Und viel mehr gibt es dann jetzt hier am Hof erstmal nicht zu tun. Und dann werden wir hier mal noch unseren kleinen Saubermacher wieder losschicken. Das sieht da ja auch unordentlich aus. So, dann sind die Kühe erstmal wieder ordentlich versorgt. Die sollen ja auch glücklich sein, denn dann produzieren sie mir natürlich ein bisschen mehr Milch. Und ich hätte auch gern ein Jungtier, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal so ein bisschen Nachwuchs wäre schon toll. So, da ist er auch schon fertig. Der Idle-Sound hier ist auf jeden Fall auch wieder herrlich. Ja. So, Tür zu. Das sieht doch soweit schon erstmal gut aus. Hätten wir sogar noch mehr machen können. Sauberkeit 69%. Gut, das machen wir gleich. Gras, ja. Gras habe ich eben nicht mehr viel. Aber die Zufriedenheit sollte auf jeden Fall ein Stück hochgehen.
Dann werden wir ja erstmal unseren kleinen Saubermann wieder losschicken. Mal gucken, können wir das Tor hier wieder zumachen. Jawohl, den Rest misste ich später aus. Wie viel haben wir jetzt hier noch drin? 456 Liter, das ist schon noch okay. Dann brauche ich hier nochmal den HUD. Und hier sagen wir KPAT 1, Start. Naja, gut, und der startet dann, wenn er soweit ist, dann macht er hier sauber. Ja, Freunde, das war jetzt hier erstmal so ein bisschen Hoftag. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen sauber machen. Hänger weg, die Anbaugeräte mal ordentlich irgendwie wieder zusammenschustern. Ein bisschen was vielleicht ins Regal legen. Und ja, ansonsten sind die erstmal soweit zufrieden. Das heißt, nächstes Video sollte dann schon Ernte sein. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dort wieder mit dabei. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für das Einschalten. Ich bedanke mich bei Ginny Hendrix für das Map-Update und natürlich für den, ach meine Güte, Wörter sammeln 1, 2, 3, beim LS-Cav für den Einbau hier dieses Ausmiss-Skripts. Ist für mich ein absoluter Game-Changer. Ja, Freunde, das war es erstmal soweit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Däumchen, wenn ihr Lust dazu habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.